Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gib das Schiff nicht auf Vinyl von Broilers. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gib das Schiff nicht auf von Broilers. Das Ganze am 26. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl! Das ist das gute Stück, ist in diesem Fall eine etwas kleinere Vinyl, eine 7-Inch Vinyl, Single Vinyl, kommt hier eingeschweißt. Als allererstes werden wir mal die Folie entfernen. Es ist die erste Single zum kommenden Album, also die Single ist am 26. Februar erschienen. Das ist die erste Single-Auskopplung des Albums Puro Amor, das kommt am 23. April. Und man hat die erste Single auch gleich hier nicht nur regulär ausgekoppelt mit Video und so, sondern auch hier entsprechend eine 7-Inch Vinyl dazu aufgelegt. So sieht das aus. Hier oben lesen wir Skull and Palms Recordings präsentiert. Broilers, gibt das Schiff nicht auf. Bonus, meine Sache, Bari Disco Remix. Also das ist hier dann die B-Seite, der zweite Track hier auf dieser Vinyl. Auf dem Cover haben wir eben hier den Schriftzug und eine Raubkatze, die hier eine Flasche im Maul hält, Rosen, eine Augenklappe und ein Riesenschiff hier im Hintergrund. Also, hier gibt es einiges zu sehen. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. A-Seite, wie gesagt, gibt das Schiff nicht auf. B-Seite, meine Sache, Bari Disco Mix. Dann haben wir hier auch noch die Infos, die Credits, wer hier so beteiligt war, wer hier mitgewirkt hat. Und das Ganze, hier lesen wir es, ist auf 4000 Stück limitiert und wurde auch durchnummeriert. Also meine ist in diesem Fall die Nummer 2345, war meines Wissens auch vor offiziellem Release dann ausverkauft, also rein von den Vorbestellungen schon ausverkauft. Gibt es, glaube ich, jetzt regulär nicht mehr zu kaufen. 2345 meine Nummer. Hier unten rechts dann noch ein Barcode, die Labels. Und dann schauen wir mal rein. Das Ganze geht dann hier auf. Weiße Papierhülle kommt zum Vorschein. Und hier ist dann die Vinyl drin. Kann man hier dann aufmachen, hier seitlich, um die Vinyl rauszuziehen. So, dann haben wir hier die A-Seite. So sieht das aus, hier in seinem Orange, Gelb und Rot. Gibt das Schiff nicht auf. A, 45 Runden pro Minute. Und auf der Rückseite dann die B-Seite, meine Sache, Bari Disco Mix. Also wie gesagt, zwei Tracks, einer auf der A und einer auf der B-Seite. Das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Aber die eben gezeigte Vinyl, die kommt hier wie gesagt mit zwei Tracks, hier in dieser weißen Papierhülle. Und das Ganze befindet sich in dieser Hülle auf 4000 Stück limitiert und durchnummeriert. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Gibt das Schiff nicht auf von Broilers. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Broilers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.